So, ich kurz Auto. Oh. Gut, Ecke. Fahr los. Wenn der Vorteil, dass wir hier eigentlich nicht. Oh, wir sind wieder die Ersten hier in der Schule. Hanfu, guten Morgen. Süße, hallo. Ja. 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 So happy. Ja. Und auch letztlich jetzt wach. Ich habe gar nicht geschlafen in der Frage. In der Lumen malt viele Mandela aus. Die haben dann Mandela-Verschleiß in der Schule. Na schön. Jetzt ein bisschen Frühstück und dann. Dann gehe ich auch schon gleich los, wenn es so Licht ist. So, erstmal Licht irgendwie. Pum, 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 alles an. Alles an. So, können wir mal gucken. Ah, oh, ärgerlich, ey. Ich Idiot, heute Morgen meine Kinder in der Kita gebracht und dann, naja, was der richtig ist, der ist zwar nicht schlecht. Und der natürlich alles vergessen. Wolfgang, was ist los? Ich bin Armutsrittlerin, hat sie geklaut. Die wurde auf die eine Geldstraße, sondern bei der anderen geklaut. Ich bin Armutsrentnerin. Und kommt fliegst du jetzt an, nicht? Meisterliche Notlandung. Ja, hat da auch Kornfeld auf wieder, das ist ja. Hat der aber ein Glück gehabt, meine Güte. Du. Ja, was? Wenn die Leute vernünftig fahren würden, ja. Ach, Quatsch, darum geht es ja nicht, Wolfgang. Geht da ja nicht darum. Ja, ja. Da geht es um. Nur um den Feinstaub. Wollen die 30er Zone haben? Alle 30. Nee, 30er Zone haben wir ja. Na ja. Aber die wollen nicht, dass diese Dieselautos mehr fahren. So, na und jetzt? Aber Anlieger sind frei. Wie immer. Anlieger frei, Oldtimer frei. Alles sowas, ne? Na, kommt ein Radl zurück. Na, hallo. Hoi, 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 wie schön, wie wunderschön. Der Sicherheits- und Montagehinweis für den Super Duraluminium Shogun Pro Series. Der Lenker ist einmal mehr zu tauschen, merkt das echt. Das ist echt genial. Niemals einen verbogenen Lenker, gerade biegen, einen verbogenen oder beschädigten Lenker sofort austauschen. Yay! Ach, ich mach den. So genial, passt ganz genau.
Hallo. Hey. Auf den Bogen. Chaloo Pro Series. Ja, jetzt haben wir den nächsten Auftrag. Ja, dann mache ich erstmal den nächsten Auftrag. Jo, und wir schauen mal hier. BBF. Oslo. Modell Oslo. Tretlager. Nicht mehr vorhanden auf der Seite hier, das Lager. Das versuchen wir jetzt zu tauschen und ich versuche das für euch bildlich in Szene zu setzen. Und zwar mache ich meine feste Kameraposition hier auf der Seite. Kettenschutz ab. Machen wir mal ein bisschen auf Zeit auch. Lass ich mal durchlaufen. Dann seht ihr mal, wie lange sowas dauert. Dauern kann. Und wir hoffen mal, das ist nicht zu ausgeschlagen. Mit Störungen. Ja, toll. Hä? Ja, bitte? Ja, this is the part that I cannot do. Which part? To leave the air out? No, to get there. Yeah, leave the air out. You can do everything. But you have like a little tool to take the wheel out, huh? The tool is your hands. With your hands. Most than hands. So, hier sehen wir schon, wie schön das eiert. Also hier ist nichts mehr da. Die Kappen ab. Eingeeitert hier. Hui. Kopf ab. Zweite Achsmutter. Achs. Quatsch, Achsmutter. Mensch. Ja, jetzt kommt das Schwerste, die Lagerschalen rausschrauben. Das Schwerste? Moment mal, das Schwerste, habe ich gesagt. Die geht von alleine. Das ist schon mal gut. Keine Kugellager mehr drin hier. Nix.
Ja, Mensch, nebenbei, wenn du nebenbei jetzt draußen auch noch helfen musst, dann ist natürlich mit der Zeit schwierig nachzuvollziehen. Ha, hier haben wir. Der wehrt sich. Na, wo bist du denn? Ja. Achtung, und da ist er. Tja, ist nicht mehr so viel da vom Lager, ne? Okay, ob das jetzt was geworden ist, weiß ich nicht. Also, das war auf alle Fälle der Tretlagerwechsel bei diesem furchtbaren Fahrrad. Was wirklich erbärmlich im Zustand ist. Pedalen wollte er keine neuen. Kette. Und da soll auch noch ein Kindersitz drauf. Also, ich verstehe nicht. Na ja, wie auch immer. Mit vielen Unterbrechungen habe ich es jetzt endlich geschafft. Ich kann es natürlich nicht mehr eruieren, wie lange ich gebraucht habe. Dafür. Gut. Das war's. Jo, weiter jetzt. Ich meine, was soll das? Genau. Das ist respektlos für China, die Kinder. Frontrunner. Muss mehr davon gucken. Oh Mann, ey. Hier rum mit Picker, seht ihr hier, kann man nicht sehen, im Tretlager, diese helle Stelle, jetzt noch Aluminium, das ist noch Restaluminium, das war jetzt hier ringsherum, ich hoffe, ihr kriegt das auch rausgepickert. Das ist die Aluminiumschale vom letzten Tretlager, die da drin geblieben ist. Thank you.
Mal. Die Seite war doch in Ordnung. Das ist die andere Seite im Arsch. Irgendwie hat da einen Knick in Optik gehabt. Naja, jetzt habe ich rausgeholt. Schaut mal, wie gut das läuft. Jo, XT. Ihr braucht das XT, beugt da an. Okay, ich würde mal sagen, es ist Feierabend jetzt. Guck mal auf den Wecker, 2020, ich räume ein und räume auf. Ja. Tja, wie gefällt's euch? Bis jetzt. Bremsen müssen noch angeschlossen werden, Schalter muss noch an. Das ist eine geile Farbkombi. Na, und das passt perfekt zu dem hier. Also dem. Perfekt. Und der Lenker mit seinem regenbogenfarbig. Wie sehen die? Das ist ein echt ein super leichter Lenker. Ja, ein XT-Schaltwerk dran. Dann kommt natürlich noch ein XT-Shift darauf. Die Pedalen sind einfache. Ja. Na gut, okay, das war's für heute. Also, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, denkt immer schön dran und immer schön kommentieren. Jo.
Am Ende habe ich viel zu viel in dieses Rad reingesteckt. Das weiß ich, das muss man mir nicht sagen. Das ist normal bei mir. Da stecken viele, 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 viele Teile drin, die alle irgendwie bezahlt werden müssen. Und das Rad habe ich ja auch irgendwann mal gekauft. Gut, das war nicht teuer, aber ich habe es gekauft. Ne? Ja, den Rahmen zumindest. In dem Fall hier. Gut, also macht es gut. Wir sehen uns morgen. Jo. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.